Im Bild ist ein Teil des Versuchsaufbaus zu sehen. Die im Glasrohr eingeschmolzenen Kathoden- und Anodenringe sind mit dem Hochspannungsnetzteil verbunden. Der Schlauch verbindet die Vakuumpumpe mit dem Glasrohr. Mit einem Druckmessgerät wird außerdem der Druck im Glasrohr gemessen. Bevor ich auf die Glimmentladung eingehe, möchte ich einige Grundlagen erstmal besprechen. Wir haben hier ein Atom, hier den Kern und 7 Elektronen auf verschiedenen Bahnen. Der Kern hat dann auch 7 Protonen und einige Neutronen. Nach dem Bohrschen Atommodell umkreisen jetzt auf verschiedenen Bahnen die Elektronen diesen Atomkern. Der Kern ist sehr positiv und das Elektron negativ. Damit das Elektron jetzt nicht in den Kern fällt, muss es auf dieser Bahn eine bestimmte Geschwindigkeit haben. Und hier gibt es ja auch eine potentielle Energie. Die Geschwindigkeit auf dieser Bahn ist am höchsten und nimmt nach außen hin ab, wobei die potenzielle Energie hier am geringsten ist und hier am höchsten. Wir haben hier jetzt eine Kathode und auf dieser Seite eine Anode und hier ein Elektron. Das soll immer die freie Weglänge sein. Hier kann das Elektron nur wenig beschleunigt werden. Aufgrund dieser kurzen Strecke. Da sprechen wir vom elastischen Stoß. Das Elektron verliert kaum an Geschwindigkeit und das Atom aufgrund seiner viel größeren Masse reagiert auf den Stoß so gut wie nicht. Anders ist es schon beim inelastischen Stoß. Das Elektron wird im elektrischen Feld länger beschleunigt und wenn es die Anregungsenergie hat, wird dieses Elektron auf eine höhere Bahn gehoben. Und dann entsteht auf dieser Bahn hier eine Lücke. Jetzt fällt das Atom wieder zurück in die Lücke und dabei gibt es eine elektromagnetische Welle ab, die wir nachher als Lichterscheinung im Versuch sehen können. Schauen wir uns diese Situation an. Hier ist die mittlere freie Weglänge noch viel größer. Das heißt, wenn die kinetische Energie des Elektrons die Ionisationsenergie überschreitet, wird durch Stoß ein Elektron aus der Schale herausgeschlagen und im elektrischen Feld zur Anode beschleunigt. Dadurch wird aber dieser Rest von dem Atom ionisiert, also zum positiven Ion. Dieses positive Ion wandert dann zur Kathode. Wenn ein freies Elektron hier auf die Bahn gezogen wird, wird das Ion ja wieder neutralisiert und wird zum Atom. Auch bei der Rekombination positiver Ionen entstehen Leuchterscheinungen. Im anderen Fall schlägt das Ion aus der Kathode ein Elektron heraus, das im Feld zur Anode beschleunigt wird. Zusätzlich wird dieses Elektron, was hier fehlt, von der Kathode aufgenommen und dadurch wird das Ion neutralisiert. Beim Aufschlag von Elektronen auf die Anode können Sekundärelektronen ausgelöst werden. Im Versuch seht ihr nun das Gleichstrom-Glimmentladungsplasma, was abhängig von der Hochspannung und dem Druck im Glasrohr entsteht. Verteilung der Hell- und Dunkelräume einer Glimmentladung. Wir haben hier eine Glasröhre, die ist unten geöffnet und mit einer Vakuumpumpe verbunden. Und hier haben wir einmal einen Kathodenring und einen Anodenring. Diese beiden Ringe sind mit einem Hochspannungsnetzteil verbunden. In der Röhre entstehen 4 Hellräume. Das ist einmal die Kathodenglimmhaut, dann das negative Glimmlicht, die positive Säule und das Anodenglimmlicht. Zwischen den Hellräumen gibt es einige Dunkelräume. Einmal zwischen dem Kathodenring und der Kathodenglimmhaut, dann zwischen der Kathodenglimmhaut und dem negativen Glimmlicht. Dann gibt es hier einen großen Dunkelraum. Und hier hinten gibt es zwischen dem Anodenring und der Anodenglimmhaut ebenfalls einen Dunkelraum. Wir haben also 4 Dunkelräume und 4 Hellräume.
Voraussetzung für die Zündspannung ist der Abstand zwischen den Elektroden, also zwischen dem Kathodenring und dem Anodenring, dem Druck und der Hochspannung. Wird Luft abgepumpt, sind weniger Luftmoleküle bei geringerem Druck in der Röhre vorhanden, sodass die mittlere freie Weglänge größer wird. Aufgrund der langen Glasröhre werden die freien Elektronen nach dem Zusammenstoß mit einem Gasatom mehrfach beschleunigt, wodurch mehrere Gasatome von den freien Elektronen angeregt und ionisiert werden, was sehr gut an den vier Plasmaschichten, also dem teilweise oder vollständig ionisierten Gas und den Dunkelräumen zu sehen ist. Die positiven Ionen bewegen sich zur Kathode und bilden den Kanalstrahl. Die Elektronen bewegen sich zur Anode und bilden den Kathodenstrahl. Leuchterscheinungen entstehen auch bei der Rekombination, also wenn ein freies Elektron ein positives Gasion neutralisiert. Bei den Leuchterscheinungen handelt es sich um ein Niederdruckplasma mit geringer Temperatur, das durch eine Gleichspannungs-Glimm-Entladung entsteht. Durch das Auftreffen der positiven Ionen auf die Kathode werden die herausgeschlagenen Elektronen zur Anode beschleunigt. Da sie in der Nähe der Kathode noch zu wenig Energie besitzen, können neutrale Gasmoleküle weder angeregt noch ionisiert werden. Es entsteht dieser erste Dunkelraum. In der Glimmhaut nach dem Dunkelraum ist die kinetische Energie ausreichend, um Gasmoleküle anzuregen. Das ist diese Kathodenglimmhaut. Danach werden die Elektronen im angrenzenden Dunkelraum erneut beschleunigt, um im Bereich des negativen Glimmlichts Gasatome anzuregen und zu ionisieren. Durch den Verlust an kinetischer Energie entsteht ein Dunkelraum, in dem die Elektronen erneut vom elektrischen Feld so beschleunigt werden, dass anschließend wieder durch Stoßionisation Gasmoleküle ionisiert und angeregt werden und die rot leuchtende positive Säule bilden. Die auf die Anode aufschlagenden Elektronen können Sekundärelektronen auslösen, die die eintreffenden Elektronen abbremsen. Es entsteht das Anodenglimmlicht, gefolgt vom Anodendunkelraum. Die verschiedenen Farben des Plasmas und die unsichtbare ultraviolette Strahlung entstehen durch Elektronenstoß angeregter Gasatome. Schnelle Elektronen fliegen durch den Anodenring und schlagen als Kathodenstrahlen am Röhrenende auf die Glaswand. Bei entsprechend niedrigem Druck und hoher Feldstärke entstehen sogar Röntgenstrahlen. Die Elektronen werden zwischen diesen Plasmaschichten so weit beschleunigt, bis sie die für die Anregung des Gases erforderliche kinetische Energie haben. Da im Experiment Luft verwendet wird, also ein Gasgemisch, gibt es keine sauber definierten Anregungszustände wie bei einer Gassorte. Deshalb sind nicht alle Leuchtschichten klar voneinander getrennt. So ist zum Beispiel auch der Dunkelraum an der Kathode im Versuch nicht erkennbar, da jedes Gas eine charakteristische Anregungsenergie für die Leuchterscheinung benötigt. Der Spannungsverlauf zwischen dem Anodenring und dem negativen Glimmlicht leicht fallen, fällt dann aber sehr stark zur Kathode hin ab. In der Industrie wird die Glimm-Entladungsspektroskopie zur Bestimmung der chemischen Zusammensetzung metallischer Werkstoffe eingesetzt. Dabei werden die zu untersuchenden Metallatome im Plasma angeregt, die beim Rückfall der Elektronen auf ihre ursprünglichen Schalen ein charakteristisches Lichtspektrum erzeugen, das mit dem Spektrometer erfasst und ausgewertet wird. Die Bilder der linken Seite zeigen die Entstehung der positiven Säule, während die Bilder der rechten Seite die Auflösung der positiven Säule bei weiter fallendem Gasdruck zeigen. Danke fürs Zuschauen.